Wie ausführlich eine Gartenplanung sein sollte, hängt mit dem Umfang der Gartenumänderung zusammen. Nicht für jede kleine Umänderung braucht es daher eine umfassende Planung. In diesem Fall hat es nur eine kurze Planung gebraucht. Beim ersten Besuch werden die Ist-Situation und die Wünsche und Bedürfnisse aufgenommen. Was bleibt bestehen, was soll erneuert werden und wie soll der Garten neu genutzt werden? Dabei können gleich vor Ort die ersten Ideenskizzen entstehen. So wird schnell klar, was genau gewünscht wird. Zurück im Büro erfolgt die passende Planung. So wird sichergestellt, dass der neue Garten genau Ihren Wünschen entspricht. Gleichzeitig wird auch eine Offerte erstellt. Der Projektplan wird nochmals besprochen und von Ihnen genehmigt. So bekommen Sie sicher den Garten, den Sie möchten. So, können wir uns sehr gut vorstellen. Während der Bauphase überwacht Marcel Greff die Arbeiten und koordiniert die Einsätze von den beteiligten Handwerkern. Und Sie können sich aufs Endresultat freuen. Ein Garten, der genau Ihren Wünschen entspricht. Ja, wie der Garten rausgekommen ist, Herr Greff, das freut uns, das entspricht unserer Vorstellung und wir freuen uns. Ich finde, jetzt passt der Garten besser zu der Art vom Haus. Und was ich auch gut finde, ist, das Ganze ist pflegeleicht, gerade vorher.